Es geht weiter mit Let's Play Darksiders Genesis. Ich wollte schon zwei sagen. So, bestätigen Nebeltür, um voranzukommen. Du kannst danach nicht mehr zurück. Ist das für uns ein Problem? Natürlich nicht. Wir stürmen hier gerade in Samuels Festung, da wir mit ihm reden wollen. Doch irgendein anderer Dämon will ebenfalls mit Samuel reden, beziehungsweise ihn auslöschen. Ganz normal unter Dämonen. Sagen wir einfach mal auch Hallo. Ah, wenn er natürlich dann ran ist, dann. Wie Schaden das macht. Das ist echt geil, Mann. So, wir schnetzeln uns hier mal wieder ganz entspannt weiter. Aktuell geht es noch so vom Schwierigkeitsgrad her, aber das dachte ich bei Darksiders 3 auch. Bis es dann nimmer geht. Bis dann der erste Boss verklappt. Was in Teufels Namen? Ein Abgrundteufel zurück! Hey, Grüße. Wer kann so ein Ding kontrollieren? Moloch ganz sicher nicht. Je größer sie sind, desto hässlicher werden sie, oder? Das ist ein fieser Schlag. Da muss man aufpassen. Bleibt wachsam. Ich überlege, ob wir jetzt Krieg holen sollen. Aber ich glaube, im Nahkampf gegen das Viech zu kämpfen, ist nicht unbedingt die beste Idee. Platz, Junge. Sitz. Ja, mal einen schönen Klunker kaputt gemacht. Das hat er natürlich noch Minions, weil jeder Bossfight braucht ja immer Minions. Okay, solange die Minions selber in die Luft springt, ist alles gut. Alter! Alter! Okay. Alter, eins gerückt zum Blocken. Hat das gerade geklappt mit dem Blocken? Frag mich nicht. Diese einfältige Kreatur wird uns nicht aufhalten. Das Blocken klappt definitiv nicht. Aber okay, ihr wisst ja, für Reiter der Apokalypse ist das nur ein kleines Fresslein hier. Hoffentlich sind da nicht noch mehr. Wir haben schon genug Zeit verloren. Wir müssen endlich Samael erreichen. Ja, das war doch easy peasy, oder? Nicht ganz. Der war jetzt ein bisschen knackig. War das Problem, dass wir so schnell Leben mit ihm verloren haben. Aber wir hätten da unten sogar noch einen Trank gehabt. Aber ja, alles in Ordnung. Auf zu Samael! Ich dachte, die heißen mich jetzt ganz entspannt mal willkommen. Aber mich heißt niemand willkommen. Oh, Leben. Liebes, nettes Leben. Aber ganz ehrlich, das hat mich jetzt schon wieder im ersten Bossfight richtig angekostet. Mann, wieso muss ein Bossfight Minions beschwören? Ich meine, die Minions waren ja, haben mir mehr geholfen als geschadet, aber trotzdem. Wieso müssen Bosse immer Minions beschwören? Kein Mensch mag Minions. Was ganz geil ist, wir können innerhalb Kombos wechseln. Wie ihr gerade schön gesehen habt. Das ist sehr praktisch. Hier wird nett geschlafen bei der Arbeit. Tja. Überlegt euch mal. Ihr seid ein kriegserfahrener Dämon. Und dann seid ihr auf einer Invasionstaktik von irgendeinem feindlichen Superdämon. Und was macht ihr? Hey Mann, jetzt erstmal Mittagsschläfchen. Hey, hey, hey. Dämonen sind auch nochmal das, was sie immer waren, oder?
Wir hätten auch vielleicht ein bisschen mehr seine... Nein! Nein! Seine Fähigkeit. Das ist ein sehr guter Rücksetzpunkt. Achso, da ist was. Das sah gerade aus, als würde ich in der Luft stehen. So, schauen wir mal ein bisschen davor, ob da was Nettes kommt. Hallo? Das ist hier irgendwie ein bisschen still. Bitte nicht, Samael. Ich mag dich doch. Wieso musst du mich da bekämpfen? Es wird gerade echt so, es wird jetzt Samael gleich kommen. Kommen wir gleich wieder in seinem Thronsaal, oder? Oh mein Gott. Sammy! Wie geht's? Eine so protzige Tür kann nur zu unserem Samael führen. Schleichen war eine gute Idee. Wir sind nicht geschlichen. Wir haben uns strategisch genähert. Und unterwegs trotzdem viele getötet. Guter Punkt. Vielleicht war es dumm von mir, sein Angebot auszuschlagen. Mein Herr, Gerard. Hast uns wohl nicht anklopfen gehört? Ah, heiter. Was führt die treuen Diener des Rats in mein Heim? Der Rat glaubt, du intrigierst mit Lucifer gegen die Menschheit. Gegen das Gleichgewicht. Streitest du es ab? Reiter, solch Niederträchtigkeit ist unter meiner Würde. Ich gebe zu, eure Beschuldigung fasziniert mich. Leider werde ich gerade ein wenig belagert. Von Moloch? Wie konntest du einen Widerling wie ihn die Oberhand gewinnen lassen? Nichts für ungut. Ausgezeichnete Frage. Ich wage eine Vermutung. Ich sagte ja, dieser Tag würde kommen, Samael. Ich, Moloch, werde mir deinen Kopf holen und dein Reich. Geht! Findet meinen Partner in der Leere. Wir setzen unsere Unterredung fort, wenn ich Moloch die Schädel gespalten habe. Samael schickt uns nicht mit dem Groß hier her. Wir müssen herausfinden, wieso. Also wir sind wieder hier im Raum der Leere. Diese seltsamen Verbindungswege, die wir in Darkseid 1 hatten, die uns Samael hier geleitet hat. Und da wir in Darkseid 3 ja auch den Herrn der Leere gefunden hat. Frage ich mich, ob wir ihn jetzt wieder treffen werden. Öffne mysteriöse Tür. Und sagen wir einfach mal. Bon, oder? Die Soundeffekte sind voll seltsam. Der Wurfstern! Der Wurfstern! Der gehört mir! So, Warpa-Klinge! Kann aufgeladen werden und mehrere Ziele geworfen werden. Zum Beispiel Gegner, Wandschaftler und Objekte in der Umgebung, wie Fackeln und Stachelbomben. Bei längerem Aufladen trifft die Warpa-Klinge Ziele mehrmals hintereinander. Trifft sie auf Feuer, wird die Flamme nach vorne Ziel übertragen. Okay. Ihr Reiter kann Spezialisierungsteile entdecken und nutzen, um Rätsel zu lösen, neue Bereiche zu öffnen. Zusätzliche Vorteile im Kampfverhalten. Okay, Ausrüstung hier nach oben, seitlich und Ding. Und Ausrüstungsdrive, Ausrüstung War. Okay, Warpa-Klinge. Ausrüsten, jo, können wir. Aber wenn ich jetzt hier nach oben drücke, kann ich jetzt hier zum Beispiel... Ach cool, der wechselt dann automatisch auch auf den. Kann ich jetzt hier dann zum Beispiel meine Warpa-Klinge
schmeißen. Und vielleicht... Okay, das ist nicht mehr so wie die frühere Warpel-Klinge, die zurückkommt. Die fliegt einfach weg und wir kriegen eine neue. Auch nicht schlecht. Hast du jetzt genug angegeben? So, und jetzt haben wir hier das Feuer. Achso. Warte. So. 1, 2, 3. Gut. Ja, wie gesagt, das ist ja im Endeffekt das, was wir schon aus anderen Dark Souls spielen kann. Aber trotzdem ganz nett, dass die Warpel-Klinge wieder auftaucht. Okay, und was ist das? Du kennst dich damit aus. Leider, ja. Dein Ruf muss dieser Partner sein. Das erklärt einen. Kann man ihm trauen? Ganz und gar nicht. Auf keinen Fall. Aber ich sehe keinen anderen Weg hier heraus. Also worauf warten wir? Springen wir rein. Haben wir keine andere Wahl? Wir könnten hier warten. Auf ewig. Nach dir. So, Kapitel 1 in Trond haben wir abgeschlossen. Der Partner ist natürlich Wulgrim. Nachdem sie Belagerung der Schwarzen Steins erkommen sind, kämpfen sich die Reiter durch die Leere zu Summers Partner. Wulgrim. Der furchtbare Dämonenhändler, der keine Herzen ist. Ein ganz netter Typ, der uns immer abzieht und immer Seelen haben will. Seelen, Herzen, alles nimmt. Auch natürlich die Firma mit. Und ich denke mal, wir sind jetzt bei ihm daheim. Ich hatte ja Samael erwartet, aber Reiter, jetzt wird es interessant. Der Seelenfresser. Toller Spitz. Strife. Auch euer Hof eilt euch voraus. Habt ihr mir ein Appetithäppchen mitgebracht? Vielleicht von euren Brüdern? Hüte deine Zunge, sonst bist du sie los. Unsere Arbeit geht dich nichts an. Oh, ich glaube schon. Wieso wird ihr sonst hier? Samael hat uns hergeschickt. Vielleicht, um ihm deinen Kopf zu bringen. Vorsicht, Reiter. Seid höflich. Dann kann ich euch zu Diensten sein. Doch zuerst müsst ihr mir einen Dienst erweisen. Der Rat verhandelt nicht mit dem Dämon. Wer ihm trotzt, bezahlt den Preis. Der Rat besitzt hier keine Macht. Dies ist mein Reich. Und hier gelten meine Regeln. Mich zu töten wäre tragisch. Denn dann säße ihr auf ewig in der Leere fest. Habe ich jetzt eure Aufmerksamkeit? Mein Bruder hat es nicht so mit Geduld. Und ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Also komm zur Sache. Die Fürsten der Hölle liegen in ewigem Streit. Sie wollen Kontrolle. Luzifer und Samael vor allem. Ihr seid hier, weil Luzifer etwas Unerwartetes versucht. Er reicht seinen Feinden die Hand und bietet ihnen etwas sehr Ehrenswertes im Austausch für ihre Kooperation. Und Moloch ist einer von ihnen. Nichts in dieser Welt ist umsonst.
Wenn ihr mehr wissen wollt, müssen wir eine Übereinkunft treffen. Mir wurde ein kostbares Artefakt gestohlen. Ich habe mich an Samuel gewandt, aber vielleicht könnt ihr es wieder beschaffen. Mehr hast du nicht für uns? Bringt mir ein Artefakt. Warum zur Hölle ist es so wichtig? Das ist kompliziert. Im Augenblick würde ich dich lieber töten, als dir zu helfen. Rat hin oder her. Das würde keinem von uns nützen. Es wird sich für euch lohnen. Ihr habt mein Wort. Oh, dein Wort. Sag das doch gleich. Wir machen es. Das ist nicht dein Ernst. Sieh dich doch mal um. Wenn du eine bessere Idee hast, bin ich ganz um. Ich öffne euch ein Schlagloch für die Reise und seid vorsichtig. Der Wächter meines Artefakts wird nicht erfreut sein, euch zu sehen. Niemand freut sich je, uns zu sehen. Darum geht es ja. Übrigens, ich glaube, das interessiert euch. Ich erwerbe sie von Zeit zu Zeit. Sie gehören euch. Für den richtigen Preis natürlich. Zeigt zusätzliche Schaltflächen und Beschreibungen heute mit dem. Machen wir mal, ja. Kann man wahrscheinlich ausschalten. So, also darf ich noch nicht bei dir shoppen gehen, Wolgrim? Dann eben nicht. Neue Gegenstände bei Wolgrim verfügbar? Gut. Ja, ihr wart beschäftigt. Schön wäre es halt zu wissen, für was der Trickschlüssel gut ist. Das steht doch hier wahrscheinlich. Dieser Schlüssel öffnet mysteriöse Tricktüren. Okay. Gesundheitsfragmente. Kerne. So, warte mal, Trank. Erhöht maximale Trankanzahl. Verwandelt überzählige Gesundheitskugeln in Überschuss. Für vollen Überschuss gibt es einen Trank. Alter, das ist geil. Tränke füllen eine Zorneinheit auf. Das ist natürlich auch geil. Inaktive Charaktere regeneriert. Die beiden Upgrades. Ihr habt 12 Firmenschlüssel. Das passt. Jo. Und das da. Und die Frage ist, wollen wir uns noch einen Trank kaufen? Also das Trank plus 1. Tötet viele. Das nützt uns alle. Ich mag's nicht mit Wolgrim zu verhandeln. Wolgrim ist böse. Wir wissen es alle. Ich glaube immer noch, dass irgendwann mal der große Tag kommt, an dem wir Wolgrim bekämpfen müssen. Irgendwann kommt dieser Tag. Er muss kommen. Er ist der schmierigste, furchtbarste überhaupt, Mann. Und irgendwann kommt der fette Fight, wo man gegen Wolgrim kämpfen muss. So. Wo in 5 Gottes Namen muss ich denn eigentlich hier hin? So. Können wir nochmal neu machen, oder? Ein Trick schon mal gefunden, aber nicht die Tricktür geöffnet. 5 von 8 Aufwertung und 12 von 19 Firmen. Das ist doch ganz gut. Also, rein zur Mission Nummer 2. Schmerzensschreie, Käfige. Ja, wir sind eindeutig in einem Verlies. Suchen wir Wolgrims lästigen Dämon und reißen ihm das Artefakt aus den toten Händen. Bei dir klingt das so aufregend. Okay, liebe Leute, bevor wir aber erstmal bisschen hier Leute töten und ihnen was aus ihren kalten, toten Händen reißen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und nächstes Mal geht's dann weiter mit Last by Dark Side of Genesis. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.